Herzlichen Glückwunsch zum Gewinn des Deutschen Zukunftspreises. Was war Ihre erste Reaktion, als Sie Ihren Namen gehört haben, Herr Kalkbrenner? Ungläubiges Staunen. Ja, mir sind die Worte weggeblieben. Ist ein unglaublicher Moment für uns. Sie haben ja heute auch die anderen Teams erlebt. Die Konkurrenz war stark und der Bundespräsident hat Ihnen selbst auf den Zahn gefühlt. Haben Sie damit gerechnet, dass Sie möglicherweise eine Chance haben, Herr Siebenmorgen? Das war ein, ich würde sagen, richtig hartes Kopf-an-Kopf-Rennen, weil die anderen Teams waren auch sehr stark, sehr gute Technologien, die sie vorgestellt haben. Und wirklich gerechnet habe ich damit nicht. Herr Woloschenski, das ganze Team ist hier oder zumindest große Teile davon. Lassen Sie uns ein bisschen teilhaben. Wie viele Leute sind heute hier und wie wird dann weiter gefeiert? Also sind fast 60 Leute hier aus dem Team dabei, auch mit Begleitung. Und wir werden mal schauen, was wir jetzt am Abend noch feiern. Ja. Welche Bedeutung hat dieser Preis für Sie? Also es ist eine ganz tolle Auszeichnung für die ganze Arbeit, die durch dieses Team für dieses Projekt geleistet wurde. Das war und ist ein sehr innovatives Projekt. Das hat seine Höhen und Tiefen und das ist natürlich die Bestätigung, dass wir das Richtige gemacht haben und dass es gut war, dass wir da auch den langen Atem hatten für diese Entwicklung. Sie arbeiten jetzt seit 10 Jahren an diesem Projekt. Wie geht's weiter? Was sind die nächsten Schritte? Die nächsten Schritte sind dann die Weiterentwicklung des Systems. Wir haben jetzt die Kunden draußen, die natürlich Anforderungen stellen und jetzt versuchen wir für die maßgeschneiderte Lösungen zu machen. Und heute Abend erstmal die Feier. Herzlichen Glückwunsch nochmal. Genießen Sie es. Vielen Dank. Das machen wir. Vielen Dank.